Wie verdammt kriege ich all den Stoff in meinen Kopf? Ich werde durchfallen. Keine Angst, wir werden uns jede Stunde des Tages anschauen, um dich vor deiner Prüfung zu retten. Davor musst du aber ein paar Hebel in deinem Kopf bewegen. Wenn du nicht glaubst, du kannst das schaffen innerhalb von einem Tag, dann schalt sofort ab, das ist nicht dein Video. Wenn du aber daran glaubst, denn es ist möglich und dafür musst du nicht ultraschlau sein, dann ist das Video genau für dich und du sollst es bis zum Ende schauen. Wahrscheinlich kennst du das, du sitzt vor deinem Schreibtisch, willst gerade mit dem Lernen anfangen und auf einmal fällt dir auf, scheiße, das ist unglaublich viel. Und dann geht das Gedankenkarussell los, der Stress kommt und die Nervosität beginnt. Und dann denkst du dir, ich muss sofort anfangen. Nimmst dein Zeug, schlägst es auf und fängst an, durch den Stoff durchzurennen. In der Hoffnung, dass irgendetwas hängen bleibt. Dann denkt man, man hat es verstanden und schaut die restliche Zeit YouTube-Videos darüber. Ich kenne das selbst. Nur leider hast du es nicht verstanden. Du unterliegst dem sogenannten Mere-Exposure-Effekt, der dir vorspielt. Du hast es verstanden und könntest es abrufen, tust du aber gar nicht, denn es kommt dir nur bekannt vor, weil du es oft gesehen hast. Und wenn du dich abprüfen würdest, würdest du merken, dass es nicht abgespeichert ist. Deswegen kommt hier mein 24-Stunden-Lernplan, durch den ich dir verspreche, du wirst die Prüfung am nächsten Tag rocken. Oder zumindest wirst du nicht komplett versagen. Verlieren wir keine Zeit und denken uns nochmal in deine Situation. Es ist 8 Uhr, du wachst auf, es sind genau 24 Stunden bis zur Prüfung. Wie verdammt kriege ich all den Stoff in meinen Kopf? Ich werde durchfallen. Ich gehe runter und hole mir erstmal ein Glas Wasser, um meine Gedanken zu sammeln. Wenn ich durch diese Prüfung falle, dann habe ich ein echtes Problem. Das darf nicht passieren. Nachdem ich eiskalt geduscht habe, kann ich wieder klar denken und setze mich an den Schreibtisch. Und da fällt mir der erste wichtige Step ein. 8.30 Uhr, ich verschaffe mir einen großen Überblick. Das mache ich, indem ich alle Unterlagen, die für die Prüfung relevant sind, zusammensuche und mir alle Inhalte perfekt aufarbeite. Am besten hole ich mir zu jedem Themengebiet fertige Zusammenfassungen aus dem Internet oder von Freunden. Eigentlich gibt es das zu fast jedem Thema schon im Internet. Das dauert seine Zeit, aber hat man erstmal einen Überblick geschaffen, dann fällt einem das Lernen viel, viel leichter. Dann ist es 9.30 Uhr. Ich brauche keine Pause, denn mental bin ich noch auf voller Höhe für die nächste Stunde. Ich werde über den Tag in 90-Minuten-Zyklen arbeiten, gefolgt von 20 Minuten Pause nach unserem menschlichen ultradianen Zyklus. Sofort fange ich an mit einer Special-Lernmethode, die mein vorhandenes Wissen testen soll und die Wahrscheinlichkeit für die nächsten Stunden erhöht, dass ich Wissen schneller aufnehmen kann. Dafür nehme ich mir Blatt und Papier und schreibe alles, wirklich alles auf, was ich zu jedem Thema der Prüfung weiß. Das kann in Stichworten sein, um Zeit zu sparen. Was ich jetzt gerade mache, das nennt man Blurting oder Brain Dump auch genannt. Das heißt, ich schreibe einfach komplett einmal runter, was ich über das Thema weiß, nachdem ich mir jetzt einen großen Überblick verschafft habe. Und dann merke ich super schnell, wo ich meine Schwachstellen habe und weiß das für meine nächste Lernsession, wo ich genau ansetzen muss, was ich vertiefen muss, was ich genauer lernen muss. Und auf der anderen Seite wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich das Wissen in der Zukunft schneller in meinem Gedächtnis einprägt. Also das Ganze ist auch wissenschaftlich basiert. Und nachdem ich jetzt hier die Schwächen identifiziert habe, lese ich mich noch genauer in das Ganze ein. Ich will es einfach schaffen, dass ich einen super Überblick über das Thema habe und schon einmal mich selbst abgeprüft habe. Dann ist es 10 Uhr und es ist Zeit für die erste Pause. Und die wollen wir perfekt nutzen. Zu einer perfekten Pause gehört auf jeden Fall ein Umgebungswechsel. Das heißt, du stehst aus vom Schreibtisch und gehst in einen anderen Raum. Auf der anderen Seite brauchst du Bewegung. Am besten Spaziergang an der frischen Luft. Und die dritte Komponente, die hilfreich ist, ist in Pausen Nährstoffe. Das heißt, was zu trinken und was zu essen. Am besten sind Nüsse. Um 10.20 Uhr gehen wir in die nächste Lernsession rein und hier kommt eine Methode, die total underrated ist. Viel zu wenige Schüler und Studenten bereiten sich aktiv auf ihre Prüfungen vor, indem sie mit echten Prüfungsmaterialien lernen. Das heißt, du brauchst unbedingt Altklausuren, die entweder von höheren Semestern kommen oder du schaust im Internet nach klassischen Altklausuren zu diesem Thema. Meistens findet man da echt gute Ergebnisse. Diese Altklausuren nutzt jetzt 90 Minuten lang, um dich komplett über das Wissen abzutesten. Du brauchst praktische Übung. Um 11.50 Uhr machst du die nächste Pause, in der du aufstehst und auch mal irgendwas anderes machst, um dein Gehirn einfach zu entspannen und einmal kurz abzuschalten. 20 Minuten später starten wir in die nächste Lernsession und hier lernen wir mit ChatGPT. Was ich jetzt mache ist, ich nutze künstliche Intelligenz als eine Art Nachhilfelehrer für mich. Das heißt, ich möchte mich gern abprüfen lassen von ChatGPT genau und dafür gibt es ein paar gute Prompts, die man einsetzen kann. Und zum Beispiel nutze ich dafür, ich gebe ein, du bist der beste Nachhilfelehrer für das Thema, sagen wir mal, Zellatmung. Und du sollst mich abfragen mit prüfungsrelevanten Fragen. Dann schickt man das ab
Und jetzt kommen ganz, ganz viele Fragen zu dem Thema Zellatmung. Und wenn die Fragen zu einfach sind, dann gebe ich einfach ein, das war zu einfach. Gehe mehr ins Detail. Und dann stellt er spezifischere Fragen dazu. Hier sieht man, beschreibe die Struktur der Mitochondrien und viele, viele genauere Fragen. Hier kann man dann sich auch ein Topic raussuchen, kann sagen, stelle genauere Fragen zu Punkt 5. Und jetzt sucht er sich wirklich nur die oxidative Phosphorylierung raus und stellt genau hierzu Fragen. Und so kann man sich immer tiefer ins Detail reinarbeiten und sich selbst abprüfen lassen von KI als Nachhilfelehrer. Diese Session soll nur insgesamt ungefähr 50 Minuten dauern und dann machen wir um 13 Uhr eine größere Pause, in der wir einfach essen können, also ein richtiges Mittagessen zu uns nehmen, entspannen und wir machen eine NSDR-Session, das heißt Non-Sleep Deep Rest Session, in der wir uns einfach 20 Minuten hinsetzen, die Augen schließen und einfach nur auf unsere Atmung achten. Das sorgt dafür, dass sich das Gelernte, was wir am Vormittag angeschaut haben, besser ins Gedächtnis abspeichert. Um 14.30 Uhr starten wir in unsere nächste Lernsession. So, jetzt ist die erste große Pause fertig. Und was ich jetzt versuche, ist, ich nehme eine Lernmethode, die vor allem darauf abzielt, mir nochmal selbst meine Lücken im Verständnis des Themas aufzubereiten. Weil es gibt so eine Grundregel, bei der man sagt, das, was du nicht in eigenen Worten erklären kannst, hast du auch nicht verstanden und kannst du wahrscheinlich auch am nächsten Tag in der Prüfung nicht abrufen. Das heißt, was ich mache, ist, ich stelle mir ein kleines Kind vor, dem ich jetzt das Thema Zellatmung erklären müsste. Dafür muss ich ganz weit außen anfangen, ganz groß rauszoomen und dann mich erst ins Detail arbeiten. Und das mache ich jetzt in Schriftform, aber auch in Sprachform. Merke so schnell, wo meine Lücken sind und versuche die dann im Anschluss wieder zu schließen. Und diesen Zyklus mache ich jetzt die nächsten 90 Minuten immer weiter durch, bis ich immer besser bin im Erklären des Themas. Gegen 16 Uhr machen wir wieder eine kleine Pause, in der wir uns auch mal erlauben, dass wir ans Handy gehen und uns auch mal entertainen lassen. Und um 16.20 Uhr kommt es in einen sehr wichtigen Teil der Lernphase, denn hier bauen wir unsere Flowmap-Übersicht. Wenn du nicht weißt, wie eine Flowmap richtig funktioniert, dann schau dir auch mal dieses Video hier an. Hier kriegst du ganz im Detail erklärt, wie man eine richtige Flowmap erstellt, denn sie ist der essentielle Teil bei einer perfekten Prüfungsvorbereitung. Das Ganze geht dann bis etwa 17.50 Uhr. Bis wir die nächste große Pause machen, bis ca. 20 Uhr. Innerhalb dieser Pause machen wir am besten eine Runde Sport, gehen ins Fitnessstudio oder gehen laufen und ansonsten genießen wir unser Abendessen, fahren unseren Körper auch wieder ein bisschen runter, dass er sich bereit macht für die letzte Lernphase spät am Abend. Denn die startet wieder um 20 Uhr und hier kommt ein zentraler Punkt, den die meisten in ihrer Prüfung falsch machen. Nämlich konzentrieren sie sich auf Konzepte und auf Verständnis, vergessen aber die Stichwörter und die Schlüsselwörter, die man tatsächlich einfach auswendig können muss. Also erstellen wir uns hier eine Liste an Schlüsselwörtern, die für die Prüfung relevant sind und versuchen, die ganz stumpf mit Karteikarten auswendig zu lernen. Das machen wir bis 21.30 Uhr, machen dann nochmal eine kleine Pause, in der wir meinetwegen gerne ans Handy gehen können und dann gehen wir in die letzte Lernsession, nämlich mit Altklausuren. Zum Abschluss brauchen wir nochmal die Übung vor der Prüfung. Hier sehen wir dann auch, wie gut der Stoff sitzt und können womöglich besser und entspannter schlafen gehen, weil wir merken, wir haben uns echt viel über den Tag eingeprägt. Und um 23 Uhr hörst du dann wirklich auf, legst dich schlafen, machst das Licht aus und nimmst auch diesen Schlaf mit, denn es ist unglaublich wichtig für unsere Gedächtnisbildung, dass wir ausreichend Schlaf bekommen. Deswegen versuchen wir nicht, die Nacht durchzulernen. Mit den Tipps, die ich dir gegeben habe, wirst du auf jeden Fall Erfolge sehen, wenn du sie richtig anwendest. Für langfristige Erfolge und Bestleistung braucht es aber mehr. Und genau für solche Fälle, wenn du wirklich mehr aus dir rausholen willst und richtig, richtig gute Ergebnisse schaffen möchtest in deiner Schule oder in deinem Studium, dafür habe ich eigene Lernsysteme entwickelt. Im Lernsystem Basic zeige ich dir exakt, wie du dein Lernverhalten veränderst und helfe dir dabei quasi, unnötige Fehler zu vermeiden, die du aktuell noch machst und die richtigen Dinge zu tun. Du erhältst also quasi einen Schritt für Schrittplan, durch den du nie wieder Prüfungsangst haben wirst. Den Link findest du in der Beschreibung und auf der anderen Seite gibt es auch das Lernsystem Pro für alle, die wirklich zum Überflieger werden wollen und ihr maximales Potenzial ausschöpfen möchten. Da ist dann wirklich mein gesamtes Wissen drin in über 124 Lektionen, also unglaubliche Wissensdichte. Und wahrscheinlich das Beste am Lernsystem Pro ist die Notion-Vorlage, dein eigenes Lern-Dashboard, mit dem du dann quasi dein ganzes Lernen in Studium und in Schule organisieren kannst. Auch den Link dazu findest du in der Videobeschreibung und ansonsten gib gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!